herzlich willkommen. Mein Name ist Matthias von Mats Gitarrenkurse und Akustik, gitarrelernen.de. Heute mit der nächsten Lektion in meinem Online-Ukulele-Kurs. Heute geht es um dieses Ding hier. Ich hoffe, ihr könnt es gut sehen. Das sogenannte Plektrum. Ja, oft wird die Ukulele mit einem Plektrum angeschlagen. Moment. Ich muss mal meine Kiste holen. Also, und da gibt es jetzt unterschiedlichste Formen, Farben, Größen, Dicken. Zum Beispiel hier, das wäre die traditionelle Variante. Das ist ein Filzplektrum, relativ groß und dick. Das gibt dann einen relativ weichen Sound. Ja, also im Verhältnis zu dem, was ich vorher gespielt habe, das Plektrum, gibt das einen relativ weichen Sound. Ich persönlich mag das nicht so, aber das ist eben Geschmackssache. Und original sozusagen ist das also mit so einem Filzplektrum. Ja, Plättchen gibt es, oder Plektren, oder Plex, oder Pix, oder wie auch immer man die bezeichnen will, gibt es in allen Formen. Da habe ich zum Beispiel so eine Tropfenform, nennt sich das, relativ dick auch, 3 mm. Dann nochmal Tropfenform, allerdings sehr viel dünner, 1 mm. Dann etwas größer, nicht ganz so dick. Ne? Auch so ungefähr 80, weiß ich jetzt nicht so ganz genau. Schau mal hier noch. Moment. Das ist jetzt ein bisschen dünner, aber auch relativ groß. Ja. Dann haben wir hier nochmal eher so was Heavy Metal mäßiges mit Dreieck, das sogenannte V-Pick. Auf der E-Gitarre spiele ich persönlich entweder diese hier, das sind eben auch solche V-Picks, relativ dick, also 4 mm. Und so für Akkordsachen, funky Sachen, Akustikgitarre nehme ich diese Clayton 94 in auch so einer etwas länglicheren Tropfenform. Ja, also bei Plektrum hier haben wir noch was aus Holz. Gibt es also auch. Da hilft nur eins, ausprobieren. Ja, das heißt, ich muss mal in den Laden gehen und einfach mir mal so 10, 15 Plektren kaufen und dann einfach unterschiedliche ausprobieren. Einfach wie die mir so in der Hand liegen, wie sich das anfühlt. Für die Ukulele würde ich allerdings empfehlen, nicht zu dicke zu nehmen. Nicht zu dick heißt so 0,3 bis 0,8 mm in diesem Bereich. Ja, vielleicht würde ich so mit 0,5 anfangen oder so, damit die auch nicht gleich, also wenn man so 0,3 hat, dann brechen die auch ziemlich direkt. Aber auch das kann man durchaus mal ausprobieren und also eben nicht zu dick. Weil damit es erstens so ein bisschen dieses schabende Geräusch gibt, was man dann auch gerne hätte, wenn man mit Plek spielt. Und zweitens, damit man dann auch eben nicht so direkt hängen bleibt mit den Picks. Jo, also das sind so Plektren. Ja, wie gesagt, ich persönlich mag es eigentlich auf der Ukulele eher mit Fingern zu spielen, aber das ist mein persönliches Ding. Das kann man wirklich auch gut machen, mit Plektrum spielen. Mir persönlich gefällt der Sound nicht so auf Plastiksaiten. Ich mag einfach auch eher den direkten Kontakt der Finger zu den Saiten. Aber wie gesagt, da ist jeder anders und das muss man einfach ausprobieren. Ja? In meinem Kurs verwende ich persönlich immer nur Fingeranschlag, aber das spielt ja keine Rolle, weil man kann die Sachen ja natürlich auch alle mit dem Plek spielen. Und ob ich jetzt einen Abschlag mit den Fingern mache oder einen Aufschlag mit dem Plektrum. Letztendlich bleibt sich das vom Bewegungsablauf her das gleiche. Es ist einfach ein bisschen ein anderer Sound, fühlt sich einfach ein bisschen anders an. Wie man das Plektrum hält, das zeige ich euch jetzt, indem ich jetzt die Kamera ranhole. Und da können wir uns das ein bisschen genauer anschauen. Bis gleich. So, wenn wir eben mit Plektrum spielen, dann machen wir das folgendermaßen. Wir machen die Hand zu so einer lockeren Faust. Das heißt, die Finger, ich hoffe, du kannst das sehen, sind so leicht gekrümmt. Und wir legen dann das Plektrum hier so auf die Spitze vom Zeigefinger. Ja, und legen dann den Daumen von oben drauf. Das Plektrum wird dann von unten, von der Spitze des Zeigefingers gehalten, hier. Und durch das Gewicht des Daumens. Das heißt, ich brauche jetzt keinen
Druck keine Kraft, um das Plektrum festzuhalten. Wichtig dabei ist allerdings, dass die Spitze des Plektrums, ja, ich halte mal das so, ich weiß nicht, ob du es sehen kannst, die Spitze schaut nur minimal raus. Ja? Weil wenn jetzt die Spitze zu weit rausschauen würde, dann habe ich das Problem, dass sich das Plektrum ständig bewegt und dann muss ich es mit Kraft festhalten. Und das wollen wir nicht, sondern wir wollen versuchen, dass wir das Plektrum ohne Kraft einfach festhalten können. Ja? Nochmal, also halbe Faust, locker, Plektrum auf die Zeigefingerspitze legen, so rum und dann Daumen von oben locker drauf und so ein bisschen zurechtschieben, ja? Sodass jetzt quasi der Zeigefinger so ein Halbkreis oder so halbrund ist. Ja? So. Genau. Und dann eben kann ich locker anschlagen. Ne? Beim Anschlagen ist es so, wie gesagt, also das Plektrum sollte nicht zu weit rausschauen, sonst, oder die Plektrumspitze, sonst muss ich es eben mit Kraft festhalten. Und dann machen wir eben immer Ab- und Aufschläge im Wechsel. Das würde ich einfach mal so ein bisschen üben, damit du ein Gefühl für das Plektrum bekommst, auch für wie sich die unterschiedlichen Plektren anfühlen von der Dicke her, ob du jetzt eben dieses Filzplektrum nimmst oder ein Plastikplektrum und eben welche Stärke, dass du einfach das ein bisschen ein Gefühl kriegst. Ja, einfach so Ab- und Aufschläge mal machen. Das ist übrigens der Abschlag Richtung Fußboden, ja? Und dann entsprechend natürlich Richtung räumlicher Decke der Aufschlag. Ist vielleicht am Anfang ein bisschen ungewohnt mit der Bezeichnung. Und das jetzt einfach mal so ein bisschen machen. Wichtig dabei ist keine Kraft, weder beim Festhalten des, oder also weder beim Plektrum, also keine Kraft, um das Plektrum festzuhalten, noch beim Anschlag. Das muss total locker sein, ne? Völlig schlapprig, muss die Hand da drüber fallen sozusagen. Ne? Es geht nicht darum, mit Kraft zu drücken, dann bleibe ich hängen, ja, merkst du, sondern wirklich ganz locker über die Seiten drüber zu schlagen. Ja, ich hoffe, dass es klar geworden ist, wie man das Plektrum hält am besten. Das muss man so ein bisschen ausprobieren eben. Und wenn du dich dann auch für ein Plektrum entschieden hast, dann muss man einfach das ein bisschen machen und tun, damit man so das Gefühl dafür entwickelt. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Dann gib mir den Daumen hoch. Das würde mir als YouTuber sehr weiterhelfen. Abonniere meinen YouTube-Kanal, dann bleibst du mal auf dem Laufenden, was Neuerscheinungen anbelangt. Da wird sich in der nächsten Zeit noch einiges tun. Und dann wünsche ich dir ganz viel Spaß mit der Ukulele. Einen schönen Tag und bis zum nächsten Video. Und tschüss!